Servus und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video von mir. Wie ihr schon sehen könnt, geht es heute um den VW Passat, genauer gesagt den 3BG. Und zwar geht es ja nicht um den Motor oder irgendwas anderes, sondern um diese Fahrwerksfeder hier. Also nicht genau um diese hier, sondern um die im Fahrzeug verbaut ist. Denn das ist schon das Ersatzteil, die neue Feder. Und zwar haben wir heute ein bisschen ein heikles Thema. Das heißt heikles Thema, ich sag mal so. Heute haben wir wieder was mit dem Thema Sicherheit zu tun. Und ja, was kann so eine Feder eigentlich auch anrichten? Und zwar ganz im Speziellen das Thema Federbruch. Und bei so einem Passat ist es überhaupt nicht lustig. Und was hier genau passiert ist und warum das bei diesem Passat besonders gefährlich ist, das schauen wir uns jetzt an. Bevor wir uns jetzt die Feder anschauen, fasse ich mal kurz zusammen, was mit dem Passat eigentlich los ist. Ursprüngliches Problem des Passats: kaputtes Lenkgetriebe. Okay? Kaputtes Lenkgetriebe bestellt, Lenkgetriebe ist da, Fahrzeug kann repariert werden. So, gestern Abend kam ein Anruf von der Fahrzeugbesitzerin, sie kann das Auto nicht vorbeibringen. Okay, was ist los? Ja, das Auto liegt sehr, sehr tief auf dem Boden. Sie ist bereits 500 Meter von zu Hause weggefahren und sie kann keinen Meter mehr fahren. Das Auto muss abgeschleppt werden. So. Lange Rede, kurzer Sinn, Federnbruch. Das Auto steht jetzt hier, jetzt wird gemacht Lenkgetriebe plus Feder, aber das wie gesagt nur am Rande. Jetzt schauen wir uns erstmal die Feder an, warum das Auto zum Schluss kein Meter mehr gefahren ist. So, ich habe jetzt mal gerade das Licht hier angemacht oder eine Lampe reingestellt. Ich hoffe, man kann es hier ganz gut sehen. Hier ist die Feder. Und wer sich jetzt ein bisschen damit auskennt, der weiß, eigentlich sollte dieses Stück hier unten, dieses hier, das sollte eigentlich hier oben sein. Hier ist eigentlich das Federteller und die Feder selber liegt hier unten und ist hier richtig toll gebrochen. Die letzte Windung der Feder, die liegt hier oben. Das hier ist die letzte Windung. Muss ich mal schauen, wie die überhaupt rausbekomme. Ja, das heißt 1, 2, 3, 3,5, 4 Windungen sind jetzt hier runtergerutscht und dementsprechend hatte das Auto auch keine Bodenfreiheit mehr. Das Auto war 2, 3 cm über dem Boden und war dementsprechend unfahrbar. Hier habe ich schon mal das Rad entfernt. Auch übrigens, warum die Bremsscheiben so rostig sind, das hat was mit dem Thema Lenkgetriebe zu tun. Das Auto steht schon ein paar Wochen. Und jetzt gehen wir mal zur anderen Seite rüber. So, jetzt sind wir auf der Beifahrerseite angelangt und siehe da, das gleiche Spiel. Auch hier die Feder gebrochen, 3-4 Windungen sind schon runtergerutscht am Federteller vorbei. Das heißt, das Fahrzeug hatte weder vorne links noch vorne rechts irgendwie noch irgendeine Federwirkung. Das Auto ist einfach vorne zusammengesackt und einfach, ja, sage ich mal, auf dem Boden gelegen. Wirklich extrem tiefer gelegt sozusagen. Und das sieht man auch hier ein bisschen. Ich musste hier ein paar Bretter unterlegen, damit ich das Fahrzeug mit der Hebebühne überhaupt aufheben konnte. Musste erstmal 7-8 cm unterlegen. Naja. Ja, ich fange jetzt mal an, den Stoßdämpfer auszubauen. Und nicht nur den Stoßdämpfer, auch das Lenkgetriebe. Ich werde jetzt alles so ein bisschen parallel arbeiten. Und ja, sobald der Stoßdämpfer draußen ist, werden wir uns über den Stoßdämpfer bzw. der Feder mal ein bisschen detaillierter unterhalten. Ich werde die Kamera einfach immer wieder mal irgendwie positionieren, dass man ein bisschen was sieht, das Ganze im Zeitraffer laufen lassen. Und ja, mir fehlt jetzt auch ein bisschen die Zeit, um auch den Lenkgetriebeausbau ein bisschen zu erklären. Darum lasse ich die Kamera jetzt einfach mitlaufen und ja, und wir konzentrieren uns eher ein bisschen auf den Federnbruch. Und ja, dann sehen wir uns wieder, wenn der Stoßdämpfer draußen ist. Bis gleich.
Ja Leute, hier haben wir das gute Stück, ich habe gute Federn und Gott sei Dank habe ich auch schon mal neue Stoßdämpfer bestellt, denn wenn ich da so schaue, der macht nämlich auch nichts mehr, aber das war mir schon klar, der hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, das heißt einmal Komplettpaket Stoßdämpfer und Feder. Ich zerlege jetzt mal schnell den Dämpfer, baue mal neun zusammen, dann baue ich den zweiten aus und dann vergleichen wir mal. So Leute, ein neuer Tag, ein neues Glück. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, es ist jetzt ein bisschen heller bei mir. Naja, gestern wurde ich schon ein bisschen spät und mir ist da noch ein Fehler aufgefallen. Ihr habt es wahrscheinlich gleich gesehen im Zeitraffer. Ich habe beim neuen Stoßdämpfer habe ich den Staubschutz vergessen zu montieren. Und naja, ich habe dann gestern abgebrochen. Jetzt geht's weiter. Das wurde mittlerweile beim neuen Dämpfer schon gemacht. Den zeige ich euch auch gleich. Hier nochmal das Übel. Der zweite Dämpfer, in diesem Fall die Beifahrerseite. Und bevor wir jetzt tatsächlich zum Dämpfer übergehen, fasse ich nochmal kurz zusammen, was ihr im Zeitraffer jetzt gesehen habt. Ich habe euch ja so mehr oder weniger suboptimal gefilmt, sage ich mal, den Ausbau des Lenkgetriebes. Mir ging es wie gesagt eigentlich auch nicht direkt um den Ausbau des Lenkgetriebes. Eigentlich soll sich dieses Video auf die Feder beschränken, aber der Vollständigkeit halber habe ich eben ein bisschen mitgefilmt. Ihr habt gesehen, dass ich am Ackschenkel mal drauf geklopft habe, als ich den Spurstangkopf rausbekommen wollte. Das ist manchmal auch wirklich nötig. Der ein oder andere denkt sich jetzt auch, naja, da klopft man aber eigentlich nicht drauf. Naja, es gibt einen riesen Unterschied, ob man das Ganze ein bisschen locker klopft oder ob man jetzt mit einem großen Hammer das Ding zerschlägt. Naja, das ist einfach ein riesen Unterschied. Wenn man das Ganze mit Gefühl macht, dann kann man das ruhig machen. Weitere Info, wenn ihr auch mal Lenkgetriebe machen müsst, es sind diese zwei Ölleitungen, die rangehen ans Lenkgetriebe. Die sind wirklich sehr schlecht zugänglich. Kann ich euch nur eins sagen, habe ich ihn sogar irgendwo da liegen. Ach ja, hier habe ich es sogar liegen. Ein Ratschenschlüssel kann wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, habe ich auch eh sicher so einen Satz da stehen. Ah, da habe ich es eh schon, so einen Ratschenschlüsselsatz. Der kann einem wirklich einiges an mühseliger Schraubarbeit ersparen. Ja, das nochmal so nebenbei. Das nur so nebenbei. Dann kommt man sogar von der Fahrerseite rein. Seitlich beim Radlauf kommt man da sogar rein. Manche sagen da immer, das ist nicht möglich, man muss von unten irgendwie rein. Doch, es geht auch seitlich. Aber mit einem normalen Schlüssel, da schraubst du mal eine Stunde lang. Ein Ratschenschlüssel ist wirklich ein Vorteil. Das nur so nebenbei. Und genau, was habt ihr sonst noch Interessantes gesehen? Ja, gut, Stoßdämpfer habe ich ja einen jetzt schon umgebaut. Meinen Fehler habe ich ja schon eingestanden. Ja. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal an, warum das hier tatsächlich so gefährlich ist. Und übrigens, ich habe den, auch diesen Dämpfer kann ich hier ohne Federnspanner zerlegen, weil hier kein Druck mehr drauf ist. Die Feder ist ja eh schon nach unten abgehauen. Der Druck ist weg des Dämpfers. Auch hier, der Dämpfer macht auch nichts mehr. Ein bisschen ausziehen, zusammen, der macht auch nichts mehr. Aber egal,
Dämpfer macht man sowieso mindestens immer achsweise und von daher gesehen ist es sowieso selbstverständlich, dass wir auch hier einen neuen Dämpfer nehmen. Ja, jetzt hole ich mal ein Rad und dann schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer an, warum das hier unten tatsächlich so gefährlich ist. Ja, hier habe ich mal das Rad positioniert und auch hier den Dämpfer. Und ja, wie wir hier sehen können, ganz eindeutig hier unten gebrochen. Die letzte Windung liegt hier oben. Hier ist die letzte Windung. Und ja, die Feder hat sich richtig runtergeschraubt. Und ja, hier sehen wir, so ungefähr ist der Dämpfer, sage ich mal, verbaut, ungefähr in dieser Position. Und da sehen wir, naja, hier sind wir vom Rad nicht mehr weit weg. Wenn sich der noch ganz nach unten schraubt, also die Feder noch ein, zwei Windungen sich runterschraubt, dann haben wir sie irgendwo hier bei der Felge oder beim Reifen, kratzt das Ganze dann an. Gut, jetzt könnte natürlich der ein oder andere sagen, naja gut, da muss ja jetzt schon wirklich ganz dumm laufen, dass genau diese Feder hier in den Reifen reinsticht. Ja, das stimmt, das müsste jetzt wirklich dumm laufen. Aber wir haben hier absolut keine Federwirkung mehr. Das heißt, der Dämpfer liegt maximal auf. Der ist am Ende. Der kann ja nicht mehr. Es ist nichts mehr da, was den Abstand halten würde. Es ist absolut nichts mehr da. Das heißt wiederum, das Auto liegt mehr oder weniger auf dem Boden auf. Und auf dem Boden aufliegen, sage ich mal, bei 200 km/h auf der Autobahn und das Auto ist schlecht fahrbar und hat keine dämpfende Wirkung mehr und hüpft nur noch irgendwie rum, das heißt dann vermutlich absoluter Kontrollverlust des Fahrzeugs und dann heißt es irgendwohin Abgang. Und das ist dann wirklich nicht lustig und auch wirklich extrem gefährlich. Ja, und dass hier zufälligerweise auch noch beide Federn gebrochen sind, natürlich ein doppelt dummer Zufall, aber so ist es manchmal im Leben. Jetzt heißt es wieder zusammenbauen, nächsten Dämpfer zusammenbauen und einbauen. Ja, wie ich eben angekündigt habe, gibt es natürlich jetzt auch noch ganz kurz den Vergleich. Neuer Dämpfer, so wie er eigentlich aussehen sollte, gegen den alten Dämpfer. Ja. Hier ist die Feder so verbaut, wie es eigentlich sein soll. Und zwar schön im Federteller unten drin. Genau, ich zeige euch nochmal kurz die Feder selber. Ich mache das mal ein bisschen weg hier. So, hier sehen wir die Feder und hier sieht man ganz klar, die letzte Windung, die ist natürlich deutlich kleiner als alle anderen Windungen. Und dementsprechend kann es natürlich passieren, wenn hier die halbe, dreiviertel der Windung wegbricht, dass natürlich, sage ich mal, die nächstgrößere Windung, die im Durchmesser her mal locker 2-3 cm mehr hat, die schraubt sich eben dann hier an diesem Federteller, ja, an diesem Federteller vorbei. Und dann passiert eben genau das hier. Das muss nicht passieren, aber hier ist es einfach mal passiert. Jetzt heißt neuer Dämpfer, einbauen und dann geht's weiter. Dann bauen wir das Federbein mal ein. Um das Ganze einzufedern, legen wir zum Beispiel ein Stück Holz und dann unter das Rad bzw. unter den Querlenker. Und wenn man jetzt ja, das Ganze im angehobenen Zustand machen möchte,
Dann kann man natürlich auch einen Getriebeheber drunter bauen. Und jetzt können wir die ganzen Querlenker und alles festziehen. Denn jetzt werden die Gummis auch, sage ich mal, unverspannt eingebaut, so im Normalfahrzustand. Wäre jetzt die Achse oder das Rad jetzt entspannt und wir würden jetzt die Schrauben festziehen, dann hätten wir das Problem, dass das Fahrzeug, nachdem es wieder fährt, ja wieder einfedert und wir würden jetzt diese Querlenker-Gummis, sage ich mal, die würden wir jetzt gleich mal extrem verspannen. Und die wären innerhalb kürzester Zeit, wenn es schon ein bisschen ältere Querlenker sind, innerhalb weniger Wochen oder weniger Monate, wären die dann defekt. Und somit können wir die Lebenszeit nochmal deutlich verlängern. Nicht nur bei alten Querlenkern, natürlich auch bei neuen Querlenkern. Wichtig ist immer im eingefederten Zustand festziehen. So Leute, im Hintergrund kann man es noch so ein bisschen rausblitzen sehen. Ich habe es noch ein bisschen beleuchtet. Das neue Federbein inklusive neuer Feder. Und ja, jetzt habt ihr mal so einen etwas wilderen Federnbruch gesehen, sage ich mal. So kann das Ganze enden. Glück im Unglück in diesem Fall, da das Ganze im Stand passiert ist, bei voller Fahrt, hätte die Geschichte wahrscheinlich anders ausgesehen. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und noch so als kleine Info für euch, für die Leute, die sich zum Thema Lenkgetriebe dafür interessieren, wie geht's hier eigentlich weiter? Ich baue natürlich den Kugelkopf, den Spurstangenkopf natürlich jetzt wieder dran, klar, auf der anderen Seite genauso. Das Ganze muss natürlich grob eingestellt werden, so eine grobe Voreinstellung habe ich ja schon gemacht. Beim Thema Entlüften, für die Leute, die sich dafür interessieren, nachdem alles zusammengebaut ist, heißt es Ausgleichsbehälter für die Servoflüssigkeit einmal vollfüllen, das Auto starten, ganz nach links, ganz nach rechts einschlagen, Füllstand kontrollieren, wieder nach links, nach rechts einschlagen, Füllstand wieder kontrollieren, gegebenenfalls Fehlmengen ergänzen. Das System entlüftet sich von selber. Wichtig natürlich, auch die Anschlüsse auf Dichtigkeit prüfen, eine ausgiebige Probefahrt machen und ganz wichtig, egal wie gut ihr die Spurstangenköpfe voreingestellt habt, das Auto muss danach zur Achsvermessung. Denn es kann immer noch ein paar Grad, kann es immer noch ein bisschen Probleme geben, dass die Räder ein bisschen nach außen, nach innen, wie auch immer, das Lenkrad schief steht, das kann natürlich alles nach wie vor passieren. Sinnvolles Werkzeug, was zu einer Fahrwerksreparatur oder auch anderen Reparaturen benötigt wird, wie so ein Ratschenschlüsselsatz oder auch so ein Stemmeisen etc. Und noch diverse andere Dinge verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung, schaut einfach mal rein. In diesem Sinne sage ich, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal, kostet euch gar nichts. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und genau. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt einfach was in die Kommentare. In diesem Sinne, macht's gut. Servus, bis zum nächsten Mal. Ah. Wo fällt die Lampe natürlich hin? Ins Öl. Logisch. Wo soll es denn sonst hinfallen?